Ja, Servus YouTube und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu Pro Evolution Soccer My Club. Heute erwartet euch eine geballte Ladung an guter Laune und eigentlich nicht. Freunde, passt mal auf. Also ich habe in letzter Zeit oft Beschwerden über FIFA gehört. Ja, gerade von einigen YouTubern auch, die sagen, FIFA ist Kacke. Die sagen, ich höre auf mit FIFA, weil das so doof ist und PES ist viel besser. Ich spiele jetzt Pro Evolution Soccer und so weiter und so fort. Allerdings werde ich mit diesem Video zumindest MyClub komplett widerlegen, denn dieses Spiel ist Pay to Win pur. Das ist unfassbar. Es gibt zudem noch Momentum. Es gibt eigentlich alles, was negativ ist. Es ist Ultimate Team in einer ganz, ganz frühen Phase. An sich ist Pro Evolution Soccer ein super Spiel. Gar keine Frage. Ich mag das Spiel auch. So ist es nicht, glaubt mir. Ich spiele auch gerne die Meisterliga, aber MyClub ist für mich seit gestern gestorben. Und warum? Seht ihr in diesem Video. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Spielt ihr gerne MyClub? Habt ihr da Spaß dran? Seht ihr da irgendwelche Sachen, die euch nicht gefallen? Hier beispielsweise diese Sache in Liga 12. Bewertung 400, Bewertung 532. Ah, schon mal kritisch, aber gut. Kommen wir später darauf nochmal zu sprechen. Ich bin trotzdem interessiert, was habt ihr für ein Team? Habt ihr Geld in das Spiel gesteckt und so weiter und so fort? Denn ich habe das Gefühl, das bringt was und das bringt richtig viel. Wir springen mal rein in die Partie. Guckt euch das mal an, das ist das 1-0. Das ist an sich noch nicht so schlimm, aber diese Schüsse, wenn du mit Kraft außer Distanz schießt, sind die Dinger meistens drin. Wir kommen zum 2-0. Das Spiel hatte sehr viele Tore. Hier lächerlich, dass der Ball so abprallt und was macht mein Torwart da? Ich meine, dieser Schuss war schon lächerlich genug, dass der zum Gegner nochmal abprallt. Aber gut, es ging weiter. Ich habe versucht ranzukommen. Und mach weiter mit Aguero, der sich hier klasse durchsetzt. Und der macht auch das 2-1. Aber noch nicht genug. Denn es geht weiter. Sinkgraven auf Hernandez. Ja, kann man nicht halten. Ist Schwachsinn. Geht nicht. So, weiter geht's. Das ganze Bild leckt hier ein bisschen. Das war mit der Aufnahme irgendwas falsch. Aber auf jeden Fall macht Ashley Young das 2-3. Gegner macht weiter. Das ist Sasa. Schiebt da ein. Ist kein Problem. Leute, das ist doch lächerlich. Also wirklich, ich war an sich nicht viel schlechter als dieser Gegner. Aber mein Team hat einfach gar keinen Bock. Habt ihr das gerade gesehen? Das Stellungsspiel von Sergio Ramos, einem 90 bewerteten Verteidiger. Oder hier, dieses Zweikampfverhalten. Ball geht hier an Pfosten, aber schlimm genug. Das hat mich unnormal abgefuckt. Das war richtig schlimm. Hier ein Ball auf Aguero, der ist frei vorm Tor. Und Aguero bringt den Ball nicht im Kasten unter. Was ist das? Auch hier, Cillessen ist wieder da. Wieder dran. Ohne Probleme gegen Young. Oder Sissoko. Ich glaube, es war Young. Ecke von Young auch in der Mitte. Aguero mit dem Kopfball auf der Linie geklärt. Das Glück hatte ich überraschenderweise nicht. Nein, wird schlimmer. Ramos passt wieder nicht auf. Schwachsinn, warum auch hingehen? Nächstes Tor. Geil. Kannst doch nichts gegen machen. Du kannst die Spieler nicht richtig steuern. Es geht weiter. Ball in die Mitte. Da ist Aguero. Ach Mensch, mal wieder ein Tor. Das Spiel absolut lächerlich. Wo soll das denn bitte Spaß machen? Das kann keinen Spaß machen so, wenn jeder Schuss drin ist. Und vor allem, wenn... Ich meine, gut, ich habe einen schwachen Torwart, aber bitte ein bisschen was halten. In Ultimate Team halten die Bronzekeeper auf was. Auch das wieder eine Situation. Was macht mein Verteidiger da? Was ist das? 7 gegen 8 Gegentore. Entschuldigung, 8 Gegentore in einem Spiel. Und dann Aguero. Und das Ding sitzt da natürlich wieder. Aus dem 16er kann er nicht treffen, aber aus der Distanz. Also ich war wirklich zu diesem Zeitpunkt schon abgefuckt. Aber es wurde schlimmer. Zunächst einmal habe ich mir gedacht, okay, in diesem Spiel, man kriegt viele GP geschenkt, keine Frage. Das ist auch wirklich cool. An sich ist MyClub vom System her super aufgebaut. Wenn dann nicht dieses Pay-to-Win-Prinzip wäre, wenn man sich nämlich viele GP kauft, also nicht GP kauft, sondern hier diese anderen, diese Sternchen da, dann kann man auch immer wieder solche Spieler ziehen. Und man hat ja immer die Garantie auf Goldspieler. Und man hat einfach irgendwann einen krassen Kader, wenn man Geld da reinbuttert. Das ist einfach so. Und das ist extrem nervig. Wir kriegen auf jeden Fall zunächst mal einen vernünftigen Zehner. Wir kriegen nämlich einen mit Hypervenance, glaube ich, waren das. Oder waren das Veloges? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist es Talisca. Der ist an sich ganz gut. 90 Geschwindigkeit, 84 Dribbling. Sieht schon mal in Ordnung aus. Wir machen natürlich weiter, kaufen uns weitere Spieler. Maiklermünzen sind das, was ich meine, dieses Teufelszeug da. Vor allem, wenn die, wie letztes Jahr, die ganzen Halbfinalisten der UEFA Champions League da in die Dings reinpacken. Da zieht man nur gute Spieler. Man kann die unbegrenzt ziehen. Das ist total lächerlich. Das ist einfach Pay to Win vom allerfeinsten. Und das geht mir tierisch auf den Geist. Ihr habt gerade gesehen, dieses Spiel, das habe ich nicht verstanden, wie das funktioniert. Wir kriegen hier übrigens als nächstes den Kollegen, hab gerade vergessen, ach genau, Babacar von Fiorentina. An sich auch nicht so schlecht, immerhin groß. Hat auch ordentlich Tempo mit 80. Hätte ich auch nicht gedacht, aber gut. Wir ziehen übrigens jetzt noch weitere Spieler, wir brauchen einen neuen Torwart unter anderem, machen wir auch alles leider, aber zunächst einmal möchte ich wirklich von euch wissen, habt ihr auch schon mal so ein Spiel gehabt bei PES, wo wirklich absolut alles lächerlich war, wo Ramos, also wirklich, das ist das beste Beispiel dafür, Ramos als Verteidiger, die größte Pflaume.
Ich habe ja letztes Jahr schon Pech gehabt bei diesem Team of the Year Spieler, die ich neuer. Bringt einem Pass gar nichts. Verteidiger bringen einem genauso wenig. Stürmer, die müssen gut bewertet sein, weil dann fallen auch Tore am Fließband. Hier kriegen wir Krejci von Sparta Prag. Nebenbei bemerkt, kriege ich auch nie schwarze Bälle. Aber das ist genauso wie mit FIFA und Informs. Das ist einfach mega zufällig und da habe ich einfach Pech bei. Das ist nun mal einfach so, das ist aber auch nicht sonderlich schlimm. Hier allerdings wird es gleich wieder lustig, denn ich gehe natürlich jetzt einmal hier, meine beiden Scouts, die ich noch hatte, die nicht Top-Agenten waren, setze ich dann ein. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, es wird kein schwarzer Ball. Aber die Wahrscheinlichkeit, diesen Ball zu kriegen, ist sehr gering. Und es ist dann natürlich besonders, besonders ärgerlich, wenn das passiert, was hier jetzt passieren wird. Das Ganze wird langsam, man hofft. Und es wird der weiße Ball direkt nach dem schwarzen Ball. Ja, solche Spieler kannst du natürlich auch immer super gebrauchen. Modic, wenn dann er dabei wäre, dann wäre wahrscheinlich der schwarze Ball gewesen. Wäre super gewesen, so bringt's mir gar nichts. Entlasse ich direkt mal, kriegt dafür 170 GP. Was auch ein bisschen lächerlich ist. 170, naja, egal. Wollen wir nicht drüber reden. Wir haben vielleicht nochmal einen Top-Agent, denn wir brauchen einen Torwart, habe ich mir gedacht. Und den kaufen wir für 10.000 GP wieder mal. Das ist an sich ganz cool, weil man wirklich vieles geschenkt bekommt. Man kann, das macht Spaß, die zu öffnen. Keine Frage. Ich will auch nicht PES so schlecht reden. Aber dieses Gameplay und zu sagen, dass das schlechter ist als FIFA, das entzieht sich meiner Logik. Übrigens, ja, zwischen zwei Schwarzen ist ein Goldener und den kriege ich natürlich. Keine Frage. Kriegen übrigens Boruc. Der spielt, ich habe keine Ahnung, wo der spielt. Auf jeden Fall kriegen wir Boruc. Ist ja auch vollkommen egal. Das Ding ist, wir spielen jetzt wieder gegen diesen Gegner. Mein Team ist schlechter geworden, ich weiß nicht wieso. 393, gerade eben war es 400. Ich habe viel bessere Spieler jetzt, aber aus irgendwelchen Gründen 393. Und, naja, ich brauche, glaube ich, fast nicht sagen, das übrigens hier, von hinten in die Beine, der verletzt meinen Spieler. Der geht nur auf die Beine, da ist, guckt euch das in der Wiederholung an. Okay, könnte er nicht, wir sind übersprungen. Aber da war kein Ball im Spiel, er kriegt nicht mal gelb. Okay, hat er gelb bekommen? Hat er, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, er hat nicht mal gelb bekommen, das ist rot, das ist klar rot. Der Grätschen-Simulator schlägt wieder zu. Dann haben wir hier perfektes Verteidigen und Boruc, ich habe keine Ahnung, was ist das? Also, beim besten Willen. So, andere Seite, Agüero. Agüero. Leute, einer der besten Stürmer der Welt. Und sowas dann. Das ist einfach unfair. Also das ist auch so der Punkt, da hat das Spiel wirklich aufgehört, Spaß zu machen. Beim ersten Spiel habe ich noch gesagt, gut, das passiert. Aber das Spiel jetzt hier, das war, was ist das? Warum geht der Ball nicht rein? Und vor allem, es war nicht so, dass der Ball zweimal nicht reingegangen ist. Nein, der Ball ist die ganze Zeit nicht reingegangen. Es ging ja weiter. Agüero zum nächsten Mal. Abschluss nicht gut genug. Das ist Agüero. Der sollte den Ball normalerweise, wenn du nur die Schusstaste drückst, irgendwie ins Tor boxieren. Macht er aber nicht. Auch in der Situation. Ich bin mir sicher, beim Gegner wäre der drin gewesen. Gar keine Frage. Und das ist die Sache. Gibt es Momentum? In FIFA ist es teilweise auffällig. Ihr wisst, ich beschwere mich darüber. Ich bin da ehrlich. Ganz klar bin ich da ehrlich. Logisch. Auch das Ding, dass er den nicht, also beim besten Willen. Der muss ja mindestens zwei Sterne, also vier Sterne schwachen Fuß haben. Und dann kommt sowas hier. Und Boruc, nein. Brauchen wir nichts zu sagen. Aber wie kann man sagen, dass FIFA schlechter ist? Das verstehe ich nicht. An sich, man kann sagen, dass FIFA nicht das perfekte Spiel ist. Aber im Vergleich hierzu ist das Welten besser. Und FIFA macht deutlich mehr Spaß. Meisterliga ist was anderes. Aber der Karrieremodus, den finde ich besser als die Meisterliga. Trotzdem ist die Meisterliga wirklich extrem spaßig. Die ist super. Keine Frage. Hier hält übrigens mal mein Keeper den Ball, dass es das noch gibt. Aber MyClub ist wirklich, das haben sie dieses Jahr noch mehr verbockt. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr beide spielt, ob ihr das genauso seht, ob ihr FIFA wirklich so schlecht seht, wie ich es oft höre und ob ihr denn wirklich denkt, dass ich FIFA die ganze Zeit nur haten würde und dass ich das Spiel nicht mögen würde oder nicht können würde, weil das finde ich immer ein bisschen, übrigens hier, der Ball wollte einfach nicht ins Tor, das ist echt unfassbar, weil ich immer wieder höre, Max, du bist so schlecht, Max, du beschwerst dich nur, aber nur weil ich in Spielen, wie mit dem mit Slimani ehrlich bin, naja, habe ich auch was im Vlog zugesagt. Übrigens, natürlich, es fällt noch ein Tor, aber nicht auf meiner Seite, sondern auf der, was macht Boruc da, er muss nur in einer kurzen Ecke stehen bleiben, er lässt sich in eine lange Ecke fallen und deswegen ist das Ding drin, 3-0, wir sehen nochmal die Spielstatistiken gleich. Ich hatte 14 Schüsse, er hatte 7. Er gewinnt 3-0. Momentum in PES, was meint ihr? PES besser als FIFA, was meint ihr? Für mich nicht. MyClub wird es nicht mehr geben, Meisterliga schon. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, eure Meinung ist mir wichtig. Und ich hoffe, ihr versteht, dass ich MyClub zumindest mal sehr reduziert in nächster Zeit nur spielen werde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, vielleicht beim nächsten PES-Video mit Meisterliga, vielleicht bei Ultimate Team, vielleicht beim Karrieremodus. Bis dann, haut rein, wunderschönen Tag noch und ciao.